Ungarn sperrt um Mitternacht nun auch seine Grenze zu Kroatien ab. Von dort kommen nach wie vor jeden Tag tausende Flüchtlinge in das Land, da die Grenze zu Serbien gesichert ist. Diese Grenze allerdings war eine EU-Außengrenze. Kroatien nun ist aber ebenso wie Ungarn Mitglied der EU, wenn auch nicht im visafreien Schengen-Raum. Von der zweitbesten Lösung spricht Ungarns Außenminister. Auf die beste habe sich die EU aber nicht geeinigt, nämlich die Verteidigung der Außengrenze in Griechenland. Ungarns Grenze zu Kroatien ist gut 300 Kilometer lang. Zum größten Teil wird sie aber vom Fluss Drau gebildet. Ein Zaun war nur nötig für rund 40 Kilometer. Vor einem Monat hatte Ungarn auch seine Grenze zu Serbien dicht gemacht und Gesetze zur Einreise verschärft. Den Flüchtlingen bleibt nun noch der Weg von Kroatien nach Slowenien, um so zunächst nach Österreich zu gelangen, nach Kärnten und in die Steiermark.